Na, gewollt ist es schon, aber ich kann auch so viel verraten, dass ich gar nicht der Gerold Steiner bin. Der Gerold Steiner ist ein vollkommen ausgedachter Charakter, womit ich genau nachvollziehen kann, über welche Webseite, welche Daten quasi illegal abgegriffen wurden. Hallo, ich grüße euch. Heute habe ich euch mal einen Anruf vom Automobilclub mitgebracht. Wie seriös dieses Angebot ist, kann ich euch leider nicht sagen. Zumindest stammen die Daten wieder aus einer illegalen Quelle. Bildet euch am besten selbst ein Urteil. Hallo, schönen guten Tag. Den Gerold Steiner hätte ich gern gesprochen. Ja, zum Apparat. Herr Steiner, ich melde mich vom Automobilservice bei Ihnen. Und zwar geht es um ein paar Rabatte, wo Autofahrer Kosten erstattet bekommen. Sie glaube ich jetzt nicht, Sie fahren Auto, ne? Keine Ahnung, ja, kann sein. Haben Sie gerade ein paar Minuten Zeit, Herr Steiner? Ja, ich habe Zeit. Ja, weil es geht um solche Kosten wie Sprit zum Beispiel. Also wenn Sie tanken fahren, über unseren Club haben Sie da die Möglichkeit, uns Ihre Tankbelege zu schicken, vielleicht auch mit Familienangehörigen, wenn Sie mit denen zusammen sammeln können, dass Sie die Belege zu uns schicken und dafür dann 5 Cent pro getankten Liter wieder zurückerstattet bekommen. Okay. Man kann tanken, wo man möchte, klar. Also es gilt jetzt alles innerhalb von Europa. Und getankt werden kann auch alles, ne? Also wenn Eltern oder Geschwister oder ihre Partnerin vielleicht was anderes tanken wie sie, macht das nichts, Tankbelege alle sammeln, zu uns schicken. Und wenn sie dann auch Reparaturen haben, so rund ums Auto oder irgendjemand aus ihrer Familie, dass sie dann halt auch direkt in ihrer Werkstatt bis zu 40% Rabatt auf die Ersatz- und Verschleißteile erhalten. Und da kann ich dann in jede Werkstatt fahren, wo ich hin möchte. Ja, klar, natürlich. Also wir haben ja auch viele Kunden, die sogar selber reparieren am Auto. Ja? Und also es ist nicht zwingend notwendig, sage ich mal, dass sie in eine Werkstatt fahren, wenn sie irgendwas am Auto selber machen können oder irgendjemand Bekanntes haben, der ihr Auto repariert. Auch da kriegen sie die Teile natürlich immer günstiger. Ja, gut, wenn ich selber machen würde, dann wäre das Auto wahrscheinlich eher kaputter als vorher. Ja, das Gleiche denke ich bei mir auch, Herr Stein. Also ich würde am Auto auch nie irgendwas machen. Das ist, ja, da ich denke, das muss man schon gelernt haben. Aber ich meine, manchmal hat man ja im Freundeskreis jemanden, der es mal gelernt hat. Ja. Aber Sie können auch europaweit jede Werkstatt nutzen. Der nächste Rabatt, den wir jetzt ganz neu gekriegt haben, Herr Steiner, das wäre dann 20 € die Sie zurückerstattet alle 2 Jahre, wenn Sie Ihren TÜV gemacht haben. Gehört ja auch dazu. Ja. Und auch da können Sie natürlich zu DK oder in der Werkstatt den TÜV machen lassen. Das ist vollkommen egal. TÜV ist TÜV. Ja. Standardleistungen, die Sie wahrscheinlich alle schon kennen. Ja. Unfallpannenhilfe, Verkehrsrecht, Schutzbrief, Auslandsversicherung, das hat man natürlich bei uns immer mit drin im Paket. Okay. Passiert zwar nicht so oft was, aber wenn man es mal braucht, denke ich, ist es auch ganz gut, wenn man da seine Absicherung dabei hat. Auch das gilt immer in ganz Europa. Na? Und ja, von den Kosten her, wir liegen bei 9,95 € monatlich für alle Fahrzeuge dann zusammen. Und bei uns werden sich die Preise natürlich auch nicht verändern. Also sie sind und bleiben immer bei diesen 9,95 €. Okay. Also was wir als erstes immer machen, wenn jemand Interesse hat, ganz klar, kriegt er unsere Unterlagen zugeschickt, damit er sich das mal in Ruhe zu Hause durchlesen kann. Sollte es für Sie in Frage kommen, dann würden wir Ihnen bei uns auch eine Mitgliedschaft anbieten. Und wenn Sie kein Interesse haben, sage ich jetzt mal am Geld sparen, dann können Sie uns das telefonisch eben kurz mitteilen, weil für uns ist ganz wichtig Datenschutzgesetz. Wir müssen direkt Ihre Daten dann bei uns wieder rausnehmen, weil wir ja nichts mehr speichern dürfen. Ne? Irgendwie schon ganz witzig, dass hier von Datenschutzgesetz gesprochen wird, obwohl die Daten, mit denen man mich anruft, aus einer illegalen Quelle stammen, die nun wirklich gar nichts mehr mit Datenschutz zu tun hat. Was sagen Sie denn so zu den Kosten, die man einsparen kann? Ja, klingt ja erstmal ganz nett. Ja, wie viele Kilometer fahren Sie so im Jahr, Herr Steiner? Sechzigtausend ungefähr. Jobmäßig oder? Ja. Ach, darf ich Sie fragen, was Sie machen beruflich? Ich bin Optiker. Oh, okay. Und da fahren Sie dann so in der Gegend rum? Ja, hin und wieder mal Außeneinsätze und so, ja. Okay. Ja, das ist ja auch interessant, ne? Und Partnerin oder so, Frau, Freundin, Lebensgefährtin? Ich habe einen Ehemann, der fährt aber nicht selber.
Der fährt nicht selber, okay. Ja, sonst hätte er es halt auch mitnutzen können. Ja. Eltern, Geschwister, nehme ich an, ist aber noch jemand, der ein Auto hat, oder? Ja, die haben alle ein Auto. Okay, also die dürfen es natürlich gerne mitnutzen. Ja. Und dann würde ich vorschlagen, wenn Sie sich das mal durchlesen wollen, füllen wir das mal aus. Ich schicke Sie nach Hause. Das haben Sie ungefähr in einer Woche zu Hause, dann, Herr Steiner. Wie gesagt, lesen Sie sich einfach mal durch. Na? Und wenn es in Frage kommt, richten wir Ihnen da gerne Mitgliedschaft bei uns ein. Die geht erstmal dann 24 Monate, damit Sie eben auch die 20 Euro vom TÜV zumindest einmal wieder zurückkriegen. Und wenn Sie länger bei uns sind, dann kriegen Sie natürlich alle 2 Jahre diesen Gutschein wieder, ne? Okay. Weil muss man ja auch alle 2 Jahre machen, den TÜV, ne? Ja, zu welcher Adresse darf ich den denn schicken, Herr Steiner? Haben Sie die da nicht mit beistehen? Nö. Also wir haben nur Ihre Telefonnummer. Zum Anrufen reicht das ja auch. Na? Ach so, okay. Dann ist das die Braunschweiger Straße 77? Braunschweiger Straße 77, ja, in 12.055 Berlin. was ist das für ein Stadtteil Berlin? Den Stadtteil. Ja. Das Zentrum. Ah, okay. Ja, Berlin hat so viele Postleitzahlen. Ich glaube, fängt bei 10 an und hört irgendwie bei 15 auf. Ja, genau. Hier beim Thema Stadtteil hat sie mich fast gekriegt. Der Stadtteil ist natürlich nicht Zentrum, sondern Neukölln. Das glaube ich wirklich ein bisschen kurios. So, und dann brauche ich einmal bitte wegen der Volljährigkeit Ihr Geburtsdatum, Herr Steiner. Ist der 17.07.92. Okay. So, ach so, von den Kosten her, das hatte ich jetzt ganz vergessen, Herr Steiner. Also es sind und bleiben natürlich immer die 9,95 monatlich. Und man könnte das jährlich, halbjährlich und sogar vierteljährlich bei uns bezahlen. Aber ich denke, das könnte sich besprechen Sie am besten zu Hause dann. Und wenn Sie da eine Änderung haben möchten, dann würde ich Ihnen auch im Anschluss gleich mal unsere Festnetznummer geben, weil die Handynummer, die Sie jetzt derzeit auf dem Display haben, das ist unsere Outbound-Nummer. Die haben wir umfunktioniert. Früher konnte man die zurückrufen, jetzt nicht mehr, damit wir eben ungestört unsere Kunden erreichen. So, und das ist schlichtweg einfach erfunden. Sie rufen mich mit einer Nummer an, die man nicht zurückrufen kann. Die Begründung ist, damit man ungestört seine Kunden erreichen kann. Ist natürlich völliger Bullshit, um einfach mal den YouTube-Kanal Callcenter Scambaiting zu zitieren. Den Link zu Callcenter Scambaiting findet ihr übrigens jetzt oben in der Infobox. Das Callcenter muss natürlich unter der Rufnummer auch erreichbar sein, mit der Sie mich gerade anrufen. Es wäre intern kein Problem, Rückrufe einfach umzuleiten an eine andere Abteilung. Ich habe hier einfach eher eine andere Vermutung. Es handelt sich hier um ein externes Callcenter, das mehr oder weniger im Auftrag des Automobilclubs die neuen Kunden akquirieren soll. Bedeutet schlichtweg nichts anderes. Die Firma, mit der ich hier gerade spreche, ist nichts anderes als ein Mittelsmann. Und der wahre Grund, warum ich hier nicht zurückrufen kann, ist ganz einfach. Ich soll das illegale Callcenter nicht erreichen können. Haben Sie denn was zu schreiben da? Möchten Sie sich die vielleicht eben aufschreiben? Ja. Ja, also notieren Sie mal von Nürnberg die Vorwahl, das ist die 0911. Dann die 610, 68, 50. Ja. Und der Club ist der ASE. Okay. Ja, so, was tragen wir dann erstmal ein bei der Bank, Herr Schneider? Also, Herr Steiner, wenn bei uns Mitglied werden, ab dann mit welcher würden wir da zusammenarbeiten, dass wir Ihnen auch die Gutschriften wieder überweisen können? Das ist dann die Berliner Sparkasse. Okay, dann nehmen wir einmal die Berliner Sparkasse. Dann brauche ich einmal die IBAN-Nummer oder wenn Sie Bankleitzahl-Kontonummer haben, können wir auch die eintragen. Ja, ich guck mal, ich habe die IBAN auf der Karte. Kleinen Moment. Ja, klar. Das ist dann die DE 43 Okay, ja. 100. 190. Nee, 100. Ach so, okay, ja.
Dann die 500. Ja. Dreimal die 0. Nochmal dreimal die Null, okay. Und die 92. 2. 001. 89. 63. Die Karte vielleicht nicht wieder weglegen, weil wir lesen alle Daten nochmal vor, damit da auch kein Zahlendreher oder sonst irgendwas drin ist. Jetzt muss ich nochmal fragen, also der Vorname ist Gerold, ja? Genau. Schreibt sich aber hinten nur mit D, oder? Genau. Okay. Ja. Gibt es irgendwelche Fragen bei Ihnen, Herr Steiner? Nö, weiter nicht. Okay. Also wie gesagt, wenn Sie es nutzen wollen, können Sie es frühestens 14 Tage danach erhalten der Unterlagen. Das Kundencheckheft wäre dann auch für Sie freigeschalten, 14 Tage später, wenn Sie bei uns Kunde werden. Da haben Sie so circa 1000 Euro an Prämien von uns nochmal als Geschenk für die Neukunden drin. Ja. Und Sie fahren jetzt aber nur Auto oder haben Sie auch noch irgendwie Wohnmobil, Wohnwagen, Motorrad? Nö, ich habe nur ein Auto. Reicht auch, ne? Ist teuer genug, Ja, oder? eben. Okay. Nein, ich wollte damit eigentlich nur sagen, also wenn andere Fahrzeuge noch da sind, die Fahrzeuge können natürlich auch die ganzen Leistungen nutzen. Ja? Dann würde ich Ihre Daten jetzt einfach nochmal vorlesen, Herr Steiner, damit es ohne Fehler zu Ihnen ankommt. Ab heute können Sie gerne dann die Tankbelege sammeln. Ja, und ich würde das Datum bei der Bandaufnahme einmal mit dazu nennen, damit wir nachher wissen, bis wann Sie das zurückerstattet bekommen, weil das wird ja dann rückwirkend auch wieder an Sie überwiesen. Ja. Falls irgendwelche Fragen bei Ihnen sind, Herr Steiner, dann hatte ich, ja, dass wir das dann vielleicht nach der Bandaufzeichnung machen, damit wir die einmal durchgehen können, weil wir haben nur eine Minute von der Kapazität und das reicht immer gerade nochmal zum Datenlesen. Aber Fragen können wir natürlich im Anschluss auch noch klären oder falls Sie noch irgendwas notieren möchten oder so. Ne? Ja? Okay. Okay, dann starte ich einmal den Datenabgleich. Herr Steiner, zu Ihrer Sicherheit erstellen wir für Sie ein elektronisches Anmeldeformular. Ihre Daten nehme ich auf Band auf, damit sind Sie einverstanden, ne? Ja? Ist okay. Herr Steiner, dann schicken wir das einmal zum Gerold Steiner. Sie wohnen in Braunschweigerstraße 77 in 12055 Berlin. Geboren sind Sie am 17.07.92 und telefonisch erreichbar sind Sie unter der 03941 559 2874. War das soweit korrekt? War korrekt, oder? Ist das korrekt? Ja oder nein, Herr Steiner? Ja. Ja, okay. Die Begleichung der Rechnung erfolgt bei uns immer im bewährten Firmenlastschriftverfahren. Kunde, sagten Sie, sind Sie bei der Berliner Sparkasse? Genau, die Landesbank Berlin. Genau, habe ich also Berliner Sparkasse habe ich jetzt, ne? Ja, genau. Okay, gut. IBAN-Nummer ist DE43, dann die 1005, dann 1, 2, 3, 4, 5 mal die 0, dann die 9200, 18963. Ich denke, das war auch korrekt, ne? Ja, das ist soweit richtig, richtig. Okay. Dann haben Sie sich heute am 1.9.21 für eine Mitgliedschaft beim Automobilservice Europa entschieden. Sie erhalten von uns die ASE Service Card. Wie Könnten gesagt, wir noch mit in die Aufnahme mit aufnehmen, dass das ein illegaler Werbeanruf ist? wieso das denn? Sie haben keine Werbefreigabe, mich anzurufen. Sie hatten um die Infos gebeten, Herr Steiner, am 29.8. Auf welcher Webseite denn? Camper, großes Los, 24. Und wann habe ich dazu den PIN eingegeben dazu? Also wenn ich eine Telefonnummer von mir eingebe, muss mein Festnetztelefon klingeln. Und ich muss dann diesen PIN auch auf der Webseite eintragen. Wie lautete denn der Das PIN? weiß ich, da habe ich hier nicht stehen, Herr Steiner. Ich habe die Telefonnummer erhalten am 29.8. Ja. Und da hatten Sie um Infos gebeten. Deshalb können wir Sie ja auch anrufen, weil wir dann die Telefonnummer haben, ne? Dazu brauchen Sie aber eine Werbefreigabe, ein Opt-in. Und das haben Sie nicht. Ja, das haben Sie gemacht, indem Sie das angeklickt haben, dass Sie von uns Infos wollen. Das, wie gesagt, das reicht heutzutage leider nicht mehr aus. Es muss mein Telefon klingeln und dann muss eine Bandansage kommen mit einer PIN, die ich dort eintrage. Weil sonst könnte jeder andere meine Daten verwenden, ohne dass die stimmen. Das wissen wir nicht, Herr Steiner. Also wir kriegen die Nummer, Und ne? genau das müssen Sie aber prüfen vorher. Mit dieser PIN. Ich
kann nicht von jedem die Nummer überprüfen, Herr Steiner. Also ich kann Sie anrufen und wenn Sie sagen, Sie sind nicht der Herr Steiner, dann hat irgendjemand eine falsche Nummer eingegeben. Das ist klar. Ja. Also was ich Ihnen auf jeden Fall sagen kann, also ich meine, Ihre Firma, die kenne ich, die ist gar nicht mal so unseriös. Aber das Problem ist, dass Sie Ihre Daten in einer unseriösen Quelle einkaufen. Das ist eine Datengräber-Webseite gewesen, wo ich mich angemeldet habe. Und das Ganze hier ist illegal. Okay. Also wir kriegen die Daten, wie gesagt, zugespielt, wenn Sie das anklicken, dass Sie Infos wollen. Und ich kann aber Ihre Daten auch genauso wieder rausnehmen, wenn Sie das nicht möchten, Herr Steiner, weil das war ja dann wahrscheinlich von Ihnen gar nicht gewollt, ne? Na, gewollt ist es schon, aber ich kann auch so viel verraten, dass ich gar nicht der Gerold Steiner bin. Der Gerold Steiner ist ein vollkommen ausgedachter Charakter, womit ich genau nachvollziehen kann, über welche Webseite welche Daten quasi illegal abgegriffen wurden. Und haben Sie da Probleme immer mit, oder? Sagen wir mal so, ich mache das auf einem YouTube-Kanal öffentlich. Okay. Ja, wie gesagt, also wir können uns nur darauf verlassen, dass die Kunden ehrlich ihre Angaben machen. Wenn das dann nicht der Fall war, Herr Steiner, dann würde ich sie bei uns sowieso rausnehmen. Na? Und wie Sie gerade sagten, also wir sind ein seriöses Unternehmen, ja, und von uns, deshalb fragen wir auch, ob die Kunden diese Information haben möchten. Und wenn jemand sagt Nein, dann ist das Nein für uns und dann werden die Daten, die Telefonnummern auch wieder rausgenommen. Ja, das geht ja auch gar nicht anders, wenn ich eh nichts bezahle. Aber letztendlich, wie gesagt, Sie haben die Daten aus einer illegalen Quelle aufgekauft. Und das kann ich damit eben prüfen, dass dieser Gerold Steiner ein illegaler Charakter ist, der nicht existiert. Okay. Und dadurch ist das 1A Kaltakquise und das ist nicht erlaubt in Deutschland. Nee, das ist es nicht, Herr Steiner, weil wenn Sie diese Daten angeben, ja. Wie gesagt, ich habe das nicht freigegeben, dass Sie mich anrufen dürfen. Dass die Daten auch stimmen, Herr Steiner. Wie gesagt, Sie können sich nicht darauf verlassen. Sie dürfen sich gar nicht darauf verlassen. Sonst würden Sie ja ständig bei anderen Leuten anrufen, die gar keinen Anruf wollen. Ich könnte ja jetzt hier ins Telefonbuch gehen und sämtliche Fake-Accounts da eintragen und Sie rufen bei sämtlichen Fake-Accounts an. Und das ist und ja, richtig. Aber wenn man es schlau anstellt, nicht. Letztendlich, IPs kann man ja auch nicht mehr zurückverfolgen heutzutage mit dem Tor-Browser. Ich kann mich ja von überall aus der Welt ins Internet einloggen. Und sende die Daten auch niemals von der gleichen IP. Das heißt, Sie können gar nicht prüfen, einfach so über die Eingabe im Internet, von wo das Ganze kommt. Das muss letztendlich über... Genau, dass die Leute das selber waren, Herr Steiner. Also das kommt relativ selten vor, dass das jemand so macht wie Sie. Ja gut, aber Sie dürfen das nicht glauben. Das reicht nicht aus nach Datenschutzgesetz. Ja, wenn ich danach gehe, Herr Steiner, dann darf ich gar nichts mehr glauben. Ja, ich mache es einfach so, Herr Steiner. Ich werde Ihre Daten bei uns rausnehmen, weil offensichtlich wollen Sie das ja gar nicht. Das ist Sie wollen richtig. Dann nur irgendwie, dann werde ich Ihre Daten wieder rausnehmen. Ja, und ich hoffe mal, dass Sie das nicht so oft machen, sowas, ne? Weil das ist ja auch nicht ganz fair. Ich mache es hauptberuflich. Ja. Ich mache es hauptberuflich sogar, okay. Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute, Herr Steiner. Ja, Sie waren auf jeden Fall sehr nett, danke. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Also ich muss ja sagen, dafür, dass die Dame zwar eigentlich überhaupt gar nicht im Recht war mit dem, was sie gesagt hat, ist sie doch sehr souverän geblieben und auch vor allem sehr freundlich. Es kommt sehr, sehr selten vor. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Abo da und vielleicht auch einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.